Ja, moin Leute, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Wir sind heute auf der Insel Eiler. Ja, und nach 4 Jahren dachte ich mir mal wieder, heute probieren wir den Ugedal, den Artbeck Ugedal. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch schon so lange her. Ich hatte ihn in der Zwischenzeit nicht probiert, zumindest nicht, dass ich wüsste. Und ja, nach 4 Jährchen kann man ja nochmal probieren, wie er einem so bekommt. Ich habe ihn sehr positiv in Erinnerung. Das muss ich sagen. Und die Co-Range von Artbeck sagt mir sowieso sehr, sehr zu. Nun, viele Erzählungen brauche ich zu diesem Whisky, glaube ich, nicht mehr. Jeder kennt ihn. Ich glaube, jeder YouTuber, Vlogger hat ihn schon mal verkostet. Das Standard Artbeck Design hier. Ich muss dazu sagen, das ist eine Abfüllung von 2004. Ja? Laut Bottle Code ist da die März 2004, glaube ich, drauf. Und ja, Ugedal. Benannt nach dem Loch Ugedal. Hier ist die Karte von der Insel Eiler und hier ist die Artbeck Distillery. Wenn man hier so links läuft, kommt man dann zu diesem Loch Ugedal, wo dann dieses leicht getorfte Wasser wohl fließt oder drin ist. Das ist dann, ja, fast schon ein kleiner Wallfahrtsort für Artbeck Freaks, wenn sie auf Eiler sind. Der Whisky ist nicht gefärbt, er ist nicht kühl gefiltert. Er ist mit 54,2 Volumenprozenten abgefüllt. Es ist keine Fassstärke. Ganz wichtig. Sonst müssten Sie es oder würden Sie es wohl auch raufschreiben. Der wird ein bisschen runterverdünnt. Er trägt kein Alter. Und das Besondere an diesem Ugedal hier ist, er reift zu 10% in Sherryfässern und zu 90%. Er riecht schon. Und zu 90% in Bourbonfässern. Nun habe ich mir sagen lassen, dass der Bourbonfassanteil ist 60% First Fill Bourbon Cask und ungefähr, Pi mal Daumen, 30% Second Fill Bourbon Cask und dann natürlich 10% Sherryfass. Da habe ich aber keine Info zu, was für ein Sherryfass. Wie lange der Whisky im Sherryfass lag und wie lange der Sherry im Sherryfass ab und was für Sherryfässer, das weiß ich nicht. So, es ist natürlich stark rauchig, auch hier. Ist ein bisschen satterer Ton, wie wenn man jetzt einen Corey Reckon oder den Un-O oder den Zehner dazu hält. Fällt ein bisschen dunkler aus, natürlich bedingt durch First Fill Bourbon und Sherryfass, ganz klar. Ja, dann wollen wir mal nicht lang schnasseln. Ich freue mich wirklich auf ihn, denn ich mag die Core Range von Artbeck. Ja, süßer Rauch, fleischiger Rauch. Wobei die Betonung liegt hier tatsächlich bei dem Whisky auch schon vom Ersteindruck. Rauch. Salzige Noten und Bourbonfass. Sherryfass ganz minimal. Ganz minimal, dass da so ein bisschen so eine süße Frucht irgendwo hinten rauskommt, irgendwo süßer Sherry. Ja, und auch hier, also diese maritime salzige Note. Aber ja, Räucherspeck, fleischig, erdig, torfig. Und diese subtile Süße, die da immer mitkommt von der Seite, ist schön. Schönes Näschen. 54,2 passt in die Nase. Gleich auf der Zunge wahrscheinlich anders, aber angenehm. Kann man wunderbar für riechen. Kein Whisky für Anfänger. So. Zum Wohl. Aschig, rauchig, fleischig, Räucherspeck, erdig.
ein bisschen Vanille, ein bisschen Honignote, Salz. Ja, dieses Maritime einfach kommt hier wieder rein. Und hier auf der Zunge merkt man ein bisschen mehr von der Süße, dieser Sharifas-Anteil. Wobei ich immer hier so schwanke, ist das das First Fill Bourbon Fass mit der Vanille, die die Süße bringt, oder ist es das Sherryfass, das so ein bisschen die Süße bringt. Das ist sehr schwierig hier zu unterscheiden. Aber sie ist da. Ja, die Süße mit dem Rauch. Wärmend. Schön lang im Abgang. Typisch Artback. Erst so ist auch leicht wässrig, ne? Nicht negativ verstehen, wässrig irgendwie dünn oder sonst was, sondern ist jetzt ein bisschen. Jetzt fehlt mir das richtige Wort. Es ist halt nicht wie ein 25 Jahre alter Whisky, sagen wir es mal so. Er ist jung, er ist dynamisch, er ist lebendig. Schön. Voll im Mund. Der Alkohol, für mich zumindest die 54,2, kann man richtig schön mit. Man könnte 2, 3, 4 Tropfen Wasser dazugeben, dass er so leicht über 50 bleibt. Kann ich empfehlen, ja. Aber es geht auch so. Wenn ihr fortgeschrittene Trinker seid, dann könnt ihr das auch natürlich ohne Wasser machen. Ja, ein schönes Teil, was soll ich sagen. Ich mag die Core Range von Artback und ich sag's auch immer wieder, auch wenn ihr Videos von mir seht, wo ich dann von Artback mal ein Sample bekomme. Mit der Core Range, mit diesen 4 Whiskys, ist man einfach super aufgestellt. Alles, was außerhalb von diesen kommt, muss man nicht machen. Zumal es auch dann sehr teuer wird. Und hier liegen wir preislich, je nachdem Preise schwanken, ich sage jetzt mal so ein Schnittwert 60 Euro. Ja, 60 Euro, mal gibt es den günstiger, einige machen den teurer. Super Whisky, kann man einfach nichts sagen. Ja, eure Erfahrung zum Ugedei, lese ich unten. Die meisten, die rauchige Whiskys mögen, glaube ich, sind auch mit dem Ugedei sehr gut gefahren und sehr gut bedient. Und ja, steht in jeder gut sortierten Whisky-Bar. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.